Marc Lind, ich begrüße dich sehr herzlich hier bei der Rundtaler Redaktion. Es ist toll, dass du vorbeigekommen bist. Liebe Rundtaler Leserinnen und Leser und Gotthard-Fans, das ist der Marc Lind, der Bassist von der Gotthard. Der ist schon seit Anfang dabei. Und er ist vor 3 Jahren, oder wenn es war, schon da gewesen, beim letzten Album. Und jetzt werde ich ihm ein paar Fragen stellen. Und das erste Mal, teilweise heisst die Antwort, ist aber für den Rundtaler Ding. Wie heisst die brandneue CD, die am 13. Januar rauskommt? Und wer hat dort das Songwriting gemacht? Auf dieser Scheibe? Ja, also, das erste Mal hallo Mario. Schön, ja. Dich wieder zu treffen. Ja, ja. Wir sehen uns seit 20 Jahren regelmäßig. Ja, wir kennen uns schon so lange. Ja, super. Ja. Und es ist immer schön bei dir und danke. Ja, es ist auch sehr schön, wenn du hier vorbeikommst mit deinen Bandkumpels oder auch allein. Ja, heute ist leider allein. Ja, weil, ja. Wir sind überall verteilt auf der ganzen Welt, zum Interviews gehen. Ich meine, sie müssen aufspringen. Anyway, das neue Album heisst Silber. Und der Name ist jetzt eigentlich erst gekommen, nachdem Plattenaufnahme fertig haben, ja. Weil wir haben verschiedene Arbeitstitel gehabt, haben nicht richtig gewusst, wie sollen wir es nennen. Ja. Und dann habe ich die Idee gehabt, dass man sagt, du, eigentlich haben wir ja 25 Jahre in eine silberne Hochzeit. Ja. Außerdem haben wir dann gerade noch einen Song auf der Platte, der Silver River heisst. Und dann hat der Freddy gerade eingegangen, also der Silver Wedding ist cool, aber Silber allein wäre noch geiler. Und so sind wir dann drauf und sind plötzlich alle Fans davon. Ja. Weil es auch nach 25 Jahren kommt etwas Edels raus mit Silber. Gold warten wir noch. Gold braucht noch 25 Jahre. Aber die Frage kommt dann auch. Wie viele Lieder hat es drauf? Also normalerweise hat es 13 Songs drauf, aber bei der ersten Auskopplung hat es 15 Songs drauf. Jawohl. Jetzt, wann ist das erste Album rausgekommen von der Gotthard? Ist das vor 25 Jahren circa gesehen? Ja, ja, das ist. Es hat doch in 3 Farben gegeben. Im 92. Genau, im 92. Hast du meine Schuhe gesehen? Silber? Ja, Silber. Extra heute angelegt auf dem Album. Cool. Glück, ne? So, super. Super. Du, da passest du schon auf unsere Bühne schon fast. Ja, nein, Junge, jetzt gehen wir ja auf Lausanne, Bern und Zürich, die neue Halle zu Zürich, Samsung Halle. Ja, gell, Schweizer Konzert in Dübendorf. Ja. Mit Krokus und Chakra zusammen. Genau, richtig. Ja. Etwas Spezielles bietet, dass wirklich, dass die Leute, die kommen, auch etwas mit heimnehmen, dass sie sagen, das ist einmalig. Ja. Das kann man gut sagen. Ja. Die 3 Bands am gleichen Abend oder so. Was habt ihr bei der Silbertour für eine Bühnenshow? Etwas ganz Neues, was einen umhält? Oder kannst du etwas verraten? Oder? Ja, wir machen sicher mal eine Mischung zwischen Silber und 25-Jährig. Ja. Das heisst, es kommen auch viele Songs, die man nicht erwartet oder die wir seit jahrelang nicht mehr gespielt haben. Wir werden Medleys einbauen. Ja. Und vor allem einen neuen Bühnenlook, Silberlook. Auch Deko, ja. Ganz klar, da sind, Silber, sind wir jetzt gerade am Ausarbeiten. Ist gerade gestern der erste Vorschlag gekommen. Das wird, ja, das wird knapp. Ja. Das wird ja sehr knapp. Weißt du, im November ist die CD fertig gewesen, dann ist die Weihnachtszeit gekommen. Ei, ei, ei. Und dann haben wir immer geschafft. Und, ui, das kommt jetzt aber. Ey, das ist schon Wahnsinn. Wir werden dann das schaffen. Das käme wieder auf die Bühne. Das käme wieder wirklich auf die Bühne. Ich kann abfielen, oder? Nein, wir wollen natürlich einen Silberlook auf der Bühne, und ja, der so dezent ist, dass er im Licht toll spiegelt, ja, aber dass er nicht gerade rumblitzt. Ja, 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 super, ja, 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 super, ja. Jetzt, was willst du unseren Lesern und den Gotthard-Fans noch sagen, wo der unter den Nägeln brennt oder wo du jetzt einfach noch willst loswerden? Sag etwas, ja, also eigentlich etwas ganz Einfaches. Jawohl. Danke für den Support, den ihr uns seit 25 Jahren gebt. Wir versuchen euch gute Musik zu bringen. Ja. Und ihr unterstützt uns auch bei den schlechten Zeiten. Ja. Du weißt schon, man, ja, es ist ja nicht nur schöne Zeiten. Nein. Die Liebe zu der Musik und die Liebe zu der Musik, die wir haben, in diesem Team das zu machen, hat uns Kraft gegeben, um zu sagen, komm, wir machen weiter, wenn wir den rechten Mann finden. Ich finde es toll, dass ihr das auch unterstützt und versteht. Und das ist das grösste Dankeschön für mich, und wenn ich zurückschaue, ist das Highlight in meiner Karriere, dass wir heute hier da sind und weiterhin Musik machen mit der ganzen Band und unterwegs sind und euch können gute Musik bringen und ihr uns tolle Stimmen, und ich finde das ganz ein grosses Dankeschön. Ja, kann man noch was?